Die Frau ist als Künstlerin nicht in der Lage, eigenständig etwas zu produzieren. Sie muss wie auch in ihrem Leben befruchtet werden vom Mann, wenn sie hervorbringen und gebären will. Die Frau hat keine eigene Kunst. Also sprach Arthur Rössler, mächtiger Kritiker und Entdecker von keinem Geringeren als Egon Schiele. Es sind symptomatische Worte für eine Zeit, die wir als Wiener Moderne bezeichnen. Fast explosionsartig entfalten sich in Wien um 1900 Kunst und Geistesleben. Doch die Stellung der Frau bleibt unangetastet konservativ. Es sind die Männer, die Seilschaften bilden, sich in Logen oder Kaffeehäusern treffen und Frauen bewusst klein halten, aus Konkurrenzangst. Das rein männliche Dreigestirn Klimt, Schiele, Kokoschka ist jedenfalls bis heute Synonym für das Kunstleben jener Jahre. Und es wäre jetzt nicht Wien um 1900, wenn dahinter nicht ein ganzer Kosmos wäre. Da sind noch unglaublich viele andere Künstlerpersönlichkeiten, aber auch eben sehr viele Frauen, Künstlerinnen. Nur deren Startbedingungen waren wesentlich schwieriger als die ihrer männlichen Kollegen. Und das beginnt schon mit der Ausbildung. Die Akademie der Bildenden Künste am Wiener Schillerplatz. Ehrwürdige Institution, eine der ältesten ihrer Art in Europa. Basis der Ausbildung ist die Aktmalerei. Für Männer vorgeblich die Suche nach dem Göttlichen im Menschlichen. Aber Frauen, die nackte Männer ganz genau in Augenschein nehmen? Unmoralisch, unschicklich, undenkbar. Ihnen bleibt der Zugang verwehrt. Frauen waren bis 1921 ausgeschlossen von der Akademie der Bildenden Künste. Erst dann werden sie aufgenommen. Weil den Frauen auch nur bestimmte Gattungen zugestanden wurden, Kunstgattungen. Frauen, die irgendwas kopieren, das war die gute Töchtererziehung von Adeligen oder vom gehobenen Bürgertum, hübsches Stilleben zu machen, nähen, sticken und so feine Sachen machen. Aber das Schöpferische, das galt als genuin Männliches, sozusagen von männlicher Kraft mussten sie sein. Und da hat sich Tina Blau durchgesetzt. Und das sind wenige, die das getan haben. Tina Blau. 1845 wird sie in das Wiener Bürgertum geboren. Der Vater, ein K&K-Militärarzt, unterstützt die künstlerischen Ambitionen seiner Tochter. Die zieht schon als ganz Junge, alleine mit ihrer Malausrüstung durch Au und Flur. War das schicklich? Natürlich nicht. Unabhängigkeit allerdings galt ihr immer als höchstes Gut. Sehr modern für die damalige Zeit. Der Landschaftsmaler August Schäffer von Wienwald, späterer Direktor des Kunsthistorischen Museums, nimmt die erst 14-jährige Tina als Privatlehrer unter seine Fittiche. Er ermutigt sie in ihrer Freiluftmalerei. Die ersten von Tina Blaus Praterbildern entstehen. Vom Erlös ihres ersten verkauften Gemäldes kann sie sich als 23-Jährige eine Studienreise in ein Zentrum europäischer Malerei leisten, nach München. Dort nimmt Tina Blau Privatunterricht, ist doch Frauen auch an der Münchner Kunstakademie der Unterricht verwehrt. Ein Umstand, dem sie später auf ihre Weise Abhilfe schafft. Gemeinsam mit anderen gründet sie 1897 die Kunstschule für Frauen und Mädchen in Wien. Und weiter, dem Licht entgegen. Tina Blau unternimmt ausgedehnte Reisen nach Frankreich, Italien, in die Schweiz und nach Holland. So entstehen nicht nur viele Gemälde, so entwickelt sich Tina Blau zu der modern denkenden Malerin, die mit ihrem Mut und ihrer Unabhängigkeit zu einem Vorbild für Künstlerinnen der nächsten Generation werden soll. Auf einer ihrer Reisen lernt Tina Blau ihren Wiener Kollegen Emil Jakob Schindler kennen und eine Freundschaft entsteht. Bald allerdings auch das von ihm befeuerte Gerücht, sie sei seine Schülerin.
Blau ist in ihrer Malerei völlig autark. Sie ist zwar eine Kollegin Schindlers, das ja, doch vor allem ist sie eine Künstlerin, die ihren eigenen Weg geht. Nun wurde uns im Frühjahr gleichzeitig das Prater-Atelier angeboten. Jedoch Schindler wollte zu meinem größten Schmerz und zur Enttäuschung seiner Freundschaft mir keinen Raum vollkommen abtreten, sondern nahm beide Ateliers. Allerdings mir beide zur Verfügung stellend, da oder dort zu arbeiten, das entzweite uns. Bald darauf machte Schindler die Bekanntschaft seiner nachmaligen Frau und ergab so nach und nach das Arbeiten im Prater auf, während ich immer intensiver unten arbeitete und eigentlich erst so recht künstlerisch aufatmete, da ich wusste, dass meine Arbeit nicht immer gesehen wird. Schindlers Auszug aus dem gemeinsamen Atelier ist der große Befreiungsschlag für Tina Blau. Von nun an mischt sie unbeobachtet die Farben so, wie ihr künstlerisches Gewissen es ihr diktiert. Entgegen dem damals vorherrschenden, romantisch geprägten Stimmungsimpressionismus entwickelt sie einen nüchternen, wirklichkeitsnahen Malstil. Das Sehen ist ihr wichtiger als das Fühlen. Sie will ehrlich in ihrer Malerei sein. Und sie wagt sich an Monumentales. 1882 entsteht ihr Hauptwerk, Frühling im Prater. Es misst beachtliche 2x3 Meter und macht sie schlagartig berühmt, auch wenn seine Erstpräsentation mit einem Affront gegen die Künstlerin einhergeht. Tina Blau stellt im Künstlerhaus aus, ihr großes Werk wird abgelehnt. Wir sind in dem Künstlerhaus zu dieser Zeit im Historismus, wo komponierte große historische Landschaft dominiert haben. Und das Ganze möglichst dramatisiert durch Verdunkelung, durch Erhellung, durch Gewitterstimmungen und so weiter. Also das sollte zu dem ganzen Interieur des Historismus passen. Da hinein kommt die Tina Blau mit ihrem riesig großen, hellen, leuchtenden Bild, das von sich fast strahlt. Mit einer Szene aus dem Leben. Da gehen die Leute spazieren, da spielen Kinder, da liegen Leute im Gras und schauen sich den Himmel an, der leuchtet. Und dieses Bild soll da hineingehängt werden. Jetzt sagen dann natürlich die Hängekommission, dieses Bild kann man nicht hängen. Natürlich kommt dazu, eine Frau traut sich so ein Bild, so ein modernes Bild, das vielleicht sogar der ein oder andere in der Hängekommission ein bisschen eifersüchtig, dass er selber nicht so modern ist. Ja, was sagt man? Das ist so groß, so hell, das reißt ein Loch in die Wand. Markert setzt sich dann ein und sagt, bitte lasst dieses Bild an einer guten Stelle Wirkung zeigen. Es kommt dann der französische Minister, sieht das Bild, lädt Tina Blau ein nach Paris. Dort wird es wieder ausgestellt. Sie erhält dort eine Goldmedaille und ist eigentlich auf der höchsten Stufe, weil sie in Frankreich mit ihrer Stimmungsimpressionismus realisieren konnte. Ich habe, eigenwillig wie ich immer war, nie das gemalt, was andere sich als Motiv gewählt haben, sondern bin immer meinen Weg gegangen. 1883 verlobt sich die inzwischen 38-Jährige mit dem Münchner Pferde- und Schlachtenmaler Heinrich Lang. Das Paar zieht nach München, die Sommer aber verbringt Blau in Wien, in ihrem geliebten Prater-Atelier. Trotz ihrer Erfolge bekommt sie immer wieder die Diskriminierung der ganz und gar männlich dominierten Kunstszene zu spüren. Wohl bin auch ich hier, so wie man eben geachtet wird, von meinen Kollegen geschätzt. Aber wo es sich darum handelt, mich als gleichwertig aufzunehmen in die Reihe der Künstler, da wurde ich immer von den mich schätzenden Kollegen beiseite gelassen. In großer Menge wurden Bestellungen an Wiener Künstler beim Bau der Museen, beim Burgtheater vergeben. An meine hat man nicht gedacht. Ich glaube fest, dass, wenn ich nicht eine Frau wäre, so würden meine Arbeiten auch in Wien, gleich wie in Paris und München, nicht nur als Selbstständige, sondern auch als ihrer Zeit vorausgegangene angesehen sein.
Als sie 1917 stirbt, gab es sehr viel Nachruf in den Medien. Sie war bekannt, sie war viel beachtet. Und da heißt es dann, und das war als Kompliment gemeint, und ich zitiere, man kann von ihr, man kann von Tina Blau nichts Besseres sagen, als dass ihre Kunst nicht eigentlich weiblich, sondern von männlicher Kraft war. Das ist eigentlich etwas Ungeheuerliches. Und in diesem Satz liegt die ganze Problematik für eine Frau, die sich auf den Weg macht, um 1900 eine Karriere als Künstlerin zu wagen. Karrieren sind für Frauen im Wien des Förnüsjäkel ohnehin nicht vorgesehen. In der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer Doppelmoral ist Arbeit mit dem Status einer Dame nicht vereinbar. Die bürgerliche Frau hat die Funktion der liebenden Ehegattin und der fürsorglichen Hausfrau und Mutter. Frauen dürfen nicht wählen und erst allmählich erhalten sie Zugang zu den Universitäten. In dieser Zeit der Umbrüche drängt eine junge Frau in jene Domäne der bildenden Kunst, die als die männlichste galt. Theresa Fjodorowna Ries will Bildhauerin werden. Schade, dass sie in dem Wahne lebt, Männerarbeit tun zu wollen. Dafür ist sie nicht geboren. Notiert der gefürchtete Kritiker Ludwig Hevesi. Sie ist in Moskau geboren, ist zunächst ganz im Sinne einer höheren Tochter erzogen worden, wurde sehr früh verheiratet, wurde also auch auf diese Frau- und Mutterrolle hin erzogen, hat auch ein Kind bekommen sehr früh, das Kind ist gestorben. Und diese erste Ehe ist dann sehr schnell in die Brüche gegangen. Von nun an verlässt sie den Weg der Konventionen und entscheidet sich für ein selbstbestimmtes Leben als Künstlerin. Sie erschummelt sich eigentlich den Zutritt zur Akademie in Moskau, studiert dann dort. Fällt auch auf über ihre Begabung, aber auch über ihr unbotmäßiges Benehmen. Also sie fliegt raus bei der Akademie und kommt dann nach Wien, um hier weiter zu studieren. Ganz schwierig natürlich, weil auf der Akademie unmöglich. Das heißt, sie musste sich einen Privatlehrer suchen, findet ihn dann auch. Helmer erklärt sich bereit, sie zu unterrichten, damals einer der wichtigsten Bildhauer. Einerseits, andererseits gibt es also diese wunderbare Geschichte, dass er sie bittet, weil er sehr beschäftigt war für eine Ausstellung in Paris, einen Auftrag sozusagen undercover zu übernehmen, und zwar die Skulpturen von zwei Lampenträgerinnen. Und sie macht das auch und diese beiden arbeiten dann auch ausgestellt in Paris und gewinnen auch eine Goldmedaille. Und sie schreibt dann, sie war so froh, dass sich ihr Lehrer nicht für sie schämen musste. Also sie findet das gar nicht skandalös, dass er sozusagen mit ihrer Arbeit unter seinem Namen eine Medaille gewinnt, sondern sie ist froh, dass sie ihm keine Schande gemacht hat. Sie hat bereits 1895 Skandal gemacht. Sie hat damals eine Skulptur ausgestellt, die Hexe, mit wirrem Haar und sehr sinnlichem Gesichtsausdruck, die sich mit einer riesigen Gartenschere die Zehennägel schneidet. Und der Aufschrei der Kritiker war also empört. Wie kann man aus edlem Marmor eine solche Fratze und ein derart sozusagen unedles Thema behandeln? So hat sie sich denn entschlossen, eine gehörige Portion Geschmacklosigkeit zu tun und hat auch ihr Ziel erreicht. Kaum ein fein empfindender Mensch, Künstler oder Laie, dürfte an ihrer Hexe vorbeigehen. Jeder wird davor stehen bleiben, aber jeder wird es auch abscheulich finden. Das Blatt hat sich gewendet, weil Kaiser Franz Josef diese Skulptur interessant gefunden hat, interessanterweise. Und ab da schafft sie es dann, natürlich mit sehr, sehr viel Anstrengung, aber auch, weil sie eine unglaublich geschickte Vermarkterin ihrer selbst war, sich einen wirklich anerkannten Platz in der Wiener Kunstszene zu verschaffen. Gut möglich, dass Fjodorowna Ries mit dem Skandalon spielte, um gehört und vor allem um gesehen zu werden. Schnell erarbeitet sie sich einen Ruf als hervorragende Bildhauerin. Kritiker finden mit einem Mal lobende Worte. Das stürmische Wesen ihrer Kunst und die Rücksichtslosigkeit ihres Ausdrucks
waren somit offiziell anerkannt worden. Und alsbald findet sich internationale Prominenz in ihrem Atelier ein. Mark Twain war ja eine Zeit lang in Wien und wollte sich porträtieren lassen. Und man hat ihm einige Künstler vorgeschlagen und er wählt Teresa Fedorovna Ries aus. Fedorovna Ries formt ihre Skulpturen, formt ihr öffentliches Image. Sie wird zusehends sichtbar in der Stadt. Die rebellische Gruppe um Klimt holt sie in die Sezession. Dort wird 1906 ihre Monumentalplastik, die Unbesiegbaren, gezeigt. Bereits zu Lebzeiten schreibt sie ihre Autobiografie, deren letzten Sätze lauten: Ich habe mein Ziel erreicht, die Krönung meines Schaffens. In Erz gegossen steht das Werk Die Unbesiegbaren auf öffentlichem Platz in Wien. So erinnert zumindest diese Skulptur im Kongresspark noch an sie. Zu Lebzeiten ein Star, heute fast vergessen, wie so viele Künstlerinnen der Wiener Moderne. Wenn man sich das jetzt wieder anschaut, wie war das Leben der Künstlerschaft in Wien und in Österreich im Rahmen der österreich-ungarischen Monarchie organisiert, da gibt es herausragende Verbände. An erster Stelle natürlich das Wiener Künstlerhaus. Das geht zurück in die 1860er Jahre. Das hatte Alleinvertretungsanspruch. Immer wieder gibt es Revolutionen. Die bekannteste, die Sezession, der Wiener Sezession. Die treten aus, wollen mit denen nichts zu tun haben, verfolgen neue Ziele. Sie sorgen dafür, dass sie ein Ausstellungshaus organisieren. 1887 gründen Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Olbrich und Gefährten die Wiener Sezession. Sagen sich los vom Künstlerhaus mit seinem verstaubten, am Historismus orientierten Kunstbegriff. Schon 1889 findet die erste einer langen Reihe exemplarischer Ausstellungen statt. Und wo sind die Frauen? In diesen Verbänden, so avantgarde sie sind künstlerisch, jetzt auch die Sezession, da sind Frauen im besten Fall außerordentliche Mitglieder. Eine ordentliche Mitgliedschaft ist ihnen nicht erlaubt, ist ihnen verwehrt. Es gibt das alles überstrahlen von Gustav Klimt. In seinem Umfeld gibt es eine Malerin, Brancia Colla-Pinel. Sie ist eigentlich die einzige Künstlerin, die in Wien um 1900 im Rahmen der Sezession Erfolg hat. Brancia Pinel stammt aus einer liberalen jüdischen industriellen Familie. Der Vater finanziert ihren privaten Kunstunterricht. 1896 heiratet sie den Mediziner Hugo Koller. Brancia Colla-Pinel hatte den großen Vorteil, dass sie einen sehr verständigen Mann hatte, den Dr. Hugo Koller, der sie gefördert hat, der sich mit ihr gefreut hat, der das sozusagen emotional mitgetragen hat. Aber den Weg und die Karriere musste sie schon selber suchen. Mit ihrem Mann, der auch erfolgreicher Geschäftsmann ist, geht sie nach Salzburg und München. 1902 kehrt das Paar mit zwei Kindern nach Wien zurück. Besonders die Tochter wird ein oft gemaltes Modell der Künstlerin. Und das ist jetzt ein Blatt von der Brancia Colla-Pinel. Das schlafende Kind ist ihre eigene Tochter, die sie also am Abend da zu Bett bringt und dann schiebt sie den Horizont weit hinauf, wie wir es in den Klimtlandschaften ganz oft haben. Eine solche Darstellung 1903 ist erstens sehr früh. Und wenn die Colla-Pinel das macht, ihre eigene Tochter darstellt, dann ist das eigentlich ein Thema, das schon auch etwas sehr Geschlechterspezifisches hat. Es ist jener Bereich der Familie, der eigenen Familie, der eigenen Tochter. Der Vogelkäfig. Immer wieder taucht er in der Bildwelt von Brancia Colla-Pinel auf.
Eine Metapher für das Eingesperrtsein der Frau in der damaligen Gesellschaft? Gleichwohl Broncha selbst genießt dank ihres Mannes alle Freiheiten eines großzügigen Lebens. 1904 übersiedelt die Familie nach Oberwaltersdorf, südlich von Wien, wo Broncha Koller mit ihrem Mann eine alte Mühle erwirbt und diese aufwendig adaptiert. Mit der Innenausstattung beauftragt sie die damals erlesenste Firma in Sachen Interior Design. Die Wiener Werkstätte mit Josef Hoffmann und Koloman Moser als Ausführende. Nichts ist von den exquisiten Möbeln erhalten geblieben. Das Anwesen wurde zu Tode restauriert. Broncha, an intellektuellem Austausch interessiert, führt hier einen Salon. Franz von Zülow, Alma Mahler, Egon Schiele, Gustav Klimt und auch Sigmund Freud geben einander die Klinke in die Hand. Keine Frage, Broncha Koller-Pinell führt ein privilegiertes Leben. Allzu verlockend, sie einfach nur als malende Hausfrau zu beschreiben, wie es einige Kollegen tun. Weil sie auch Werke anderer Künstler kauft, wird sie als malende Mäzenin abgetan. Beirren lässt sie sich von solcher Häme in ihrem künstlerischen Weg aber nicht. Ihre Wiederentdeckung ab den 1970er Jahren ist vor allem privaten Sammlern zu verdanken. Mein Vater hat eigentlich sehr spät in seinem Leben erst mit Kunstsammlungen begonnen und hat damals in den 80er Jahren umgesattelt von Kaufmann zu Kunstsammler. Und jemand hat ihm dann erklärt, dass es gibt diese Frau, diese Broncha Koller, die eine Mäzenin war, die sehr viel Schiele und Klimt gesammelt hat. Und wir sind dann damals alle nach Oberwaltersdorf hingefahren und es waren viele andere Händler schon dort gewesen. Und eigentlich gab es also einige Möbel, aber von Bildern her eigentlich nur noch die Bilder der Besitzerin selber, die nicht sehr bekannt war. Und so war mein Vater der Einzige, der dann eigentlich sich ihrer angenommen hat und das Ganze zum ersten Mal aufgearbeitet hat. Die Werke der Künstlerinnen der Wiener Moderne. Viele befinden sich in Privatbesitz, sind weggepackt in Depots oder harren der Wiederentdeckung. Nur wenige gehen, so wie Broncha Kollers Akt, die Sitzende, auf Reisen, um sich anschauen zu lassen. Das war London, das war New York. Und da, ja, das hier vorne stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen, das ist ewig her. Eine Weltenbummlerin, diese sitzende Dame Marietta, die in dieser Box ihrer neuen Bestimmung entgegenrollt. Sie wird ein wenig sesshafter werden, als Dauerleihgabe an das Leopold-Museum. Dieses Werk wird von Gustav Klimt bereits 1908 zur Kunstschau in die Wiener Sezession eingeladen. Koller-Pinell verkehrt wohl im Kreis der Sezessionisten. Die Vollmitgliedschaft wird ihr jedoch als Frau verwehrt, wiewohl sie so wie Klimt und Schiele zu den Stars der Wiener Kunstszene zählt. In der Wiener Sezession als Frau auszustellen, war somit eine ganz besondere Auszeichnung und Chance für sie. Schreibt sie einen ganz begeisterten Brief an ihren Mann. Stell dir vor, ich habe es geschafft, ich werde und darf mit Gustav Klimt ausstellen. Das war ein Ritterschlag für sie und es zeigt aber, wie schwierig und wie singulär solche Karrieren damals noch sind. Das Hauptwerk von Broncha Koller-Pinell, die sitzende Marietta, kam zwar 1908 in der Sezession an, wurde dort allerdings nicht ausgestellt. Es dürfte eine Vermutung von ihrem Ehemann gegeben haben, dass es nicht ausgestellt worden ist in der Sezession, weil es zu nah an Klimt dran war. Was, glaube ich, überhaupt nicht stimmt. Aber es war einfach sehr aufsehenerregend, diese Art von Akt und so völlig anders. Also ich glaube, das ist, was ich denken würde. Oder? Das war einfach zu blind. Das ging einfach nicht. Sagt man das blunt, einfach zu direkt. Ja. Es ist auf einmal nicht mehr in diesem dekorativen Gewebe aufgefangen und nicht mehr typisiert. Es ist total individuell, wahnsinnig intim und das noch aus der Hand einer Frau, das ging gar nicht. Ne? Und
Ich glaube, also ich bin mir sicher, dass das der Grund war, warum wahrscheinlich der Klimt selbst versucht hat, das möglichst wieder verschwinden zu lassen. Weibliche Akte, das war ja die Männerdomäne über Jahrhunderte hinweg, also von Tizian bis Manet und auch eben gerade diese Art von Haltung. Und dann schaut man ein zweites Mal hin und dann ist das irgendwie einfach so ein echter Mensch in so einer ja, fast ein bisschen unangenehm berührten Haltung, so wie aufgesetzt. Einer der größten Schlüssel ist einfach zur Sichtbarkeit verhelfen. Und wenn man Dinge weglässt, ist das ja eben mindestens genauso viel Aussage, wie wenn man Dinge zeigt. Und ich glaube, da gibt es einfach in diesem Bereich der Künstlerinnen um 1900 derartig viele Lücken und noch so viel zu entdecken, weil es noch nicht so eine Art akademischen Kanon dazu gibt. Wenn Männer ins Theater oder ins Museum gehen, weil die Frauen das organisiert haben und sagen, komm, geh mit ins Theater, geh mit in die Ausstellung. Also das heißt, das Publikum ist mehrheitlich weiblich. Vielleicht realisieren das jetzt Stück für Stück die Museumsdirektorinnen und Direktoren, dass wir uns wiederfinden wollen in diesen Tempeln der Selbstbespiegelung, wie die kritischen Kunsthistorikerinnen sagen, die Selbstbespiegelung der Eliten, die wir dort sehen. Immerhin sind weltweit in Museen, Galerien und Ausstellungsräumen weniger als 10% der ausgestellten Kunstwerke von Künstlerinnen. Immer noch findet man in vielen Museen kein einziges Werk einer Frau. Im Gegensatz dazu sind 85% aller ausgestellten Akte weiblich. Der einzige Weg, als Frau im Museum einen Platz zu finden? Wir haben ein großes Projekt in diesem Jahr realisiert, nämlich die Sammlung neu aufzustellen. Und natürlich haben wir da auch in die Kunstgeschichte zurückgeschaut und einen Schwerpunkt darauf gelegt, bisher vielleicht übersehene Künstlerinnen zu zeigen und sie auch nicht isoliert zu zeigen, sondern ganz bewusst werden sie jetzt im sogenannten Klimt-Saal auch ein Werk von Elena Lukschmakowska finden, die auch seinerzeit im Umkreis der Sezession ausgestellt hat, also die ja mit den männlichen Künstlern im Kontakt und im Austausch war, die eine Rolle gespielt hat, die nur wie so viele andere aus der Kunstgeschichte und aus dem Kunstmarkt wieder hinausgeschrieben und hinausmanipuliert wurde. Elena Makowska wächst als Tochter eines Hofmalers in St. Petersburg auf. Die Eltern sind begütert und unterhalten ein offenes Haus. Von ihrem Vater erhält Elena Malunterricht. Sie besteht die Aufnahmeprüfung an der Petersburger Kunstakademie, nimmt dann Privatunterricht in München. Dort lernt sie ihren späteren Mann kennen, den Wiener Bildhauer Richard Luksch. 1900 erfolgt die Übersiedelung nach Wien. Im Jahr darauf bringt sie ihr erstes Kind zur Welt und wird 1901 das erste weibliche Mitglied der Wiener Sezession. 1903 hängt prominent im Eingangsbereich der Sezession ihr ikonografisch aufgeladenes Werk Adolescentia. Eine nackte Jugendliche, nicht mehr Kind, noch nicht Frau, dominiert lebensgroß das Bild. Ein Erfolg bei der Kunstkritik. Ja, das ist gut. Das Bild im Stil des realistischen russischen Jugendstils zeugt von Lukschmakowskas Sendungsbewusstsein. Es ist das Mädchen, das selbstbewusst im Vordergrund steht. Die Burschen sind weiter hinten bloße Staffage. Ein Frauenbild allerdings, das 1903 kaum etwas mit der gesellschaftlichen Realität zu tun hat. Die Frau hatte sich auf die Familie zu konzentrieren und Kinder zu gebären.
Und tatsächlich war es auch so, dass Frauen erst nach der Geburt ihres ersten Kindes so wirklich einen Status in der Gesellschaft hatten. Noch besser natürlich, wenn dieses erste Kind ein Sohn war. Alle Augen richten sich auf das Kind, ein Sohn, ein Stammhalter, von der Mutter stolz präsentiert wie eine Trophäe. Sie selbst bleibt im Hintergrund. Das Bild spiegelt das Leben der Elena Luk-Schmakowska wider, als Mutter wie als Künstlerin in einer männerdominierten Welt. 1921 wird ihre Ehe geschieden. Immer seltener erhält sie private Aufträge. Ihre finanzielle Situation als alleinerziehende Mutter wird zusehends prekär. In Wien um 1900 sind Frauen von politischen Funktionen ausgeschlossen. Und doch beginnen sie sich zu organisieren. Sozialistische Frauenverbände formieren sich gegen ausbeuterische Strukturen. Bürgerlich-liberale Frauen kämpfen um die gleichberechtigte Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. Es gilt, Verzopftes zu kappen. Der Kurzhaarschnitt wird zum Symbol der Emanzipation. Auch wenn Frauen in der Öffentlichkeit rauchen, ist das ein Statement. Doch immer noch sind die gesellschaftlichen Korsetts so leicht nicht zu sprengen. In diesen Jahren ist es die Modedesignerin Emilie Flöge, die Frauen buchstäblich zu mehr Freiheit verhilft. Schluss mit den Korsetten. Die Schauspielerin Maxi Blaha in der Rolle von Gustav Klimts geliebter Muse. Anstattdessen das Reformkleid. Ein schön geschnittenes, fließendes Kleid, das locker an den Schultern hängt. Das ist ein Steckenpferd von mir, dass ich so österreichische Künstlerinnen oder österreichische starke Frauenpersönlichkeiten, von denen man meistens nicht mehr als ihren Namen oder ihre Tätigkeit weiß, zu Theaterfiguren erschaffe. Kein kompliziertes Gestell um die Hüfte, in dem ein schwerer Unterrock hängt und auf dem der Busen ruht. Wenn schon Taille, dann im Vampirstil, direkt unter der Brust. Da war die Sissi-Taille damals. Und das Korsett und diese Sissi-Taille, das war natürlich für die Frauen, die arbeiten mussten, zum Beispiel eigentlich eine ganz große Belastung. Da gab es keine entsprechende Arbeitskleidung. Wie die Flöge auch gesagt hat, in einem Biedermeiersessel kann man mit sowas schon herumfletzen irgendwie. Aber arbeiten, das ist dann schwer. 12 Stunden, so wie damals, oder 14. Flöge ist ausgebildete Schneiderin. Mit 30 gründet sie mit ihren Schwestern einen Haute-Couture-Salon in der Maria-Hilfer-Straße. Der Betrieb floriert. Sie beschäftigt bis zu 80 Schneiderinnen. Man kennt sie nur als Muse von Gustav Klimt. Und eigentlich ist sie mindestens genauso spannend wie er. Und ich würde sogar sagen, dass er ihre Muse war. Ein extravagantes Paar. Und beide gehen künstlerisch ihren Weg. Vielleicht haben sie sich auch beeinflusst, aber selbst das wissen wir nicht genau. Ob der Klimt, der so versessen und verliebt und Ornament und Dekor zu einer Höhe geführt hat, wie es kein anderer vor ihm und nach ihm wahrscheinlich je getan hat, ob da nicht Einflüsse von Flöge dabei sind, Modesalon, Entwerferin, eigene Kreation, ob sie von ihm was nimmt. Seine Bilder sind ja voll mit Anregungen für Menschen, die mit Stoffen, Mustern und so weiter offen und sensibel sind. Das heißt, da geht es auch um ein kreatives Milieu und um ein Geben und ein Nehmen, über das wir eigentlich noch viel zu wenig wissen. Ich denke mir schon, dass sie einen wesentlichen Einfluss darauf hatte, dass er diese Kleider in diese Bilder auch aufgenommen hat. Erstens haben sie sich gegenseitig ja die Kundinnen zugeschanzt sozusagen. Also ihn hat sie empfohlen, ihren Kundinnen als Porträtmaler und umgekehrt. Und er hat ja das ganz bewusst in seinen Bildern immer aufgenommen, die Mode.
Bei den Malern und bildenden Künstlern und Sezessionisten war das nicht so einfach, dass man Teil davon sein kann mit seiner Mode, ja? Weil Mode war Mode. Mode war ein Beiwerk quasi. Aber es galt nicht als Kunst. Nie, nie, nie. Das hat sie erst geschafft. Neben der Wiener Sezession bündelte sich das künstlerische Schaffen auch in der Wiener Werkstätte. Handwerklich gediegene Gebrauchsgegenstände werden dort geschmackvoll hergestellt. Die Keramikkünstlerin Walli Wieseltier ist eine wichtige Vertreterin dieser Wiener Werkstätte, wo sie 1917 anheuert. Später leitet sie ihre eigene Porzellanwerkstatt. Mit ihren expressiven und humoristischen Figuren erregt sie international Aufsehen, etwa bei einer großen Schau 1925 in Paris. Ihre Laufbahn beginnt sie 1914 mit dem Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule, deren Statuten geschlechtsneutral formuliert waren. Im Gegensatz zu Kunsthochschulen werden Frauen hier ab 1896 aufgenommen. Man wollte allerdings keine Malerinnen, Bildhauerinnen oder eigenständige Designerinnen heranziehen, sondern einfach nur Hilfskräfte, die etwas ausmalen oder Dekorationen anbringen konnten. Diese Abwertung und diese Minderbetrachtung von Gattungen wie dem Kunstgewerbe hat natürlich gewisse Problematiken für diese Künstlerinnen gebracht, aber auf der anderen Seite hat es bedeutet, dass sie wirklich in gewisser Weise unbeobachtet waren und sich in dieser Nische völlig frei bewegen konnten. Das war sozusagen abseits der Trampelpfade, wo sich ein ganzes Experimentierfeld erschlossen hat für diese Künstlerinnen, und das haben die wirklich ausgereizt. Wenn man den Inhalt dieser Figuren betrachtet, eine Ironie gegenüber unterschiedlichen Frauenmythen zwischen femme fragile und femme fatale, also all das, was in der Zeit männliche Projektion, Lust- und Angstfantasien genährt hat, ist da auf wahnsinnig spielerische Art und Weise mitverarbeitet. Sie dekliniert also unterschiedliche Weiblichkeitsmythen durch und hat immer so diese Portion von Ironie. Ich glaube, das ist sehr typisch für Wieseltier. Helene Funk ist die Tochter eines mittelständischen Unternehmens. Sie scheint ihr aber überhaupt nicht gefallen zu haben, weil sie war so die klassische Ausbrecherin, wenn ich das so richtig rekonstruiere, die also das normale bürgerliche Dasein eines braven Mädchens also gar nicht geschätzt hat. Wollte hinaus in die Welt, wollte malen, wollte ja, sich auch in den Künstlerkreisen bewegen. Paris ist das Ziel von Helene Funke. Hier herrscht für Künstlerinnen das liberalste Klima. Es gibt zahlreiche Privatakademien, ja sogar ein eigenes Damenatelier ohne Aufnahmebeschränkungen, wo Frauen bei Künstlern und Professoren lernen, nach der Natur zu malen, also die Kunst der Aktmalerei. In Paris kommt Helene Funke mit den Expressionisten in Kontakt, vor allem aber mit Henri Matisse. Mit ihm teilt sie sich auch ein Atelier und stellt gemeinsam aus. Das Faszinierende ist eigentlich, dass sie das, was eigentlich später erst eine Lasnik dann macht, einen sehr natürlichen Zugang zu dem weiblichen Körper auch hat, der nicht immer die Idealmaße haben muss, hat aber trotzdem eine ganz eigene innere Erotik, die wahrscheinlich wieder anders ist, als wenn ein Mann eine nackte Frau malt. Frauen, die ihre Ausbildung im Ausland, in München oder eben auch in Paris genossen haben, erlernten nicht nur die Technik, sondern erwarben vor allem ein tieferes Verständnis für die dortigen neuen Kunstströmungen.
Sie waren somit moderner als ihre männlichen Kollegen an der Wiener Akademie. Und so öffneten sie sich früher als diese neuen Richtungen, wie etwa dem Expressionismus. Es geht nicht mehr ums Abmalen und es geht auch nicht ums Abmalen einer Landschaft oder einer oder von auch Porträts eben in dem Fall oder von Gesichtern, sondern die Emotion, nicht? Die Emotion und die Gedanken dahinter werden dargestellt, auch in den Gesichtern, in der Bewegung. Und die Beziehung zueinander, so wie auch in dem berühmten Logenbild, dass man auch nachdenkt, also wo schaut die jetzt hin und warum? Es steckt mehr dahinter als eine bloße Abbildung. Und das ist eigentlich der wahre Expressionismus. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass sie zur absolut ersten Kategorie und vor allem auch zu den Vorreiterinnen dieser ganzen modernen Strömungen gehört. Helene Funke ist die große Einzelgängerin im Kunstbetrieb. Sie, die Hermann Hesse verehrt, bezeichnet sich als einsamen Steppenwolf. 1913 kehrt sie aus Paris nach Wien zurück. Ihr modernes Werk wird hier nicht verstanden und herb kritisiert. Sie ist ganz armselig in einer kleinen Wohnung bei einer Malerfreundin untergekommen und hat eigentlich davon gelebt, dass ihr wohlmeinende Kunstkenner hin und da was abgekauft haben, um wenig Geld aber dann, nicht? Also sie hat sich wirklich nur durchgerackert, könnte man sagen. Das war so wie beim Schiele auch, der erst im Nachhinein entdeckt wurde, wie groß sein Vorreitertum eigentlich war. Und das ist bei der, könnte ich mir bei der Funke durchaus vorstellen, dass da noch lange keine Grenzen gesetzt sind in ihrer Wiederentdeckung. Die Frau, die expressionistisch malt, wird verhöhnt, wird verlacht. Einer der wichtigsten Kritiker der damaligen Zeit, Ludwig Hevesi, behauptet von Künstlerinnen, sie seien dafür nicht geboren. Sie maßen sich an, Männerarbeit zu tun. Also wenn wir von Vorbildern sprechen, hat das auch damit zu tun. Eine Frau, die mich nicht kritisiert, nicht runtermacht in meiner Arbeit, sondern mich lobt, mich anerkennt, mich nach oben trägt, wie das Männer gemeinhin mit Männern tun. All das kommt mit der Geschichte, mit der Vorbildwirkung dann auch mit ins Spiel. Und in diesem Sinne macht dieses Manko an Geschichte und dieses Manko an Vorbildern sehr wohl was mit der Entwicklung der Frauen, die immer wieder neu herausfinden müssen, wer war vor mir, welche Themen hatte sie, kommen Themen, die mich beschäftigen, vor. Die Forschung hat noch viel zu tun. All die zu Unrecht Vergessenen und das, was von ihrem Werk geblieben ist, aufzuspüren und ihnen einen Platz in der Ewigkeit zu sichern.